Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VI. Letztes Mal waren wir bei Terra, das hat nicht so gut geklappt und dieses Mal wollen wir dorthin gehen, wo uns die ganzen NPCs schon hinweisen darauf wollten, dass wir hingehen sollen, und zwar über den Schlangenpass. Da kommen wir bei so einer Wüste vorbei und da sollten wir unbedingt diesen Typen hier bekämpfen. Und zwar ist das ein Schwarzdrache. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtige... Ah, verdammt. Okay. Ja, ist nicht so wichtig. Wir warten noch eine Runde. Ah, der ist übrigens sehr anfällig gegen Aura-Blitz, deswegen... So, jetzt müsste es gehen. Also Aura-Blitz, ich sage immer Aura-Blitz, aber es ist Aura-Kanone. Und den Kampf gegen den Schwarzen Drachen sollte man unbedingt jetzt machen, dann können wir später... Brauchen wir den nämlich dann schon. So, was sollte ich jetzt machen? Genau, ich habe hier Esper wechseln auf... Wo waren wir überhaupt? Golem? Ich glaube, bei Golem waren wir, oder? Naja, Golem haben wir eh noch. Einhorn waren wir, glaube ich, ne? Wobei das auch schon. Was hat Seraph zu sagen? Nehmen wir Seraph. Das ist bei ihm nicht so wichtig. Und. Irgendwas sollte ich noch machen. Naja, genau. Die passen. Beziehungsweise passen auch nicht. Hier kriegt es wieder eine Schleife. Wenn ich sie finde. Hier. Und hier gibt es einen Friedensring, wenn ich ihn finde. Da ist er. Gegner können uns hier nämlich verwirren und das ist natürlich dann ziemlich scheiße. Und wir wollen dort gehen, wo bei der Brücke quasi nach Osten abgebogen sind, biegen wir jetzt nach Norden ab. Also und gehen quasi diesen Pass, den wir letztes Mal quasi unter Wasser durchquert haben, gehen wir jetzt zu Fuß über Wasser. Auch hier, die Gegner hier sind wieder alle anfällig gegen Feuer. Feuer 2 bzw. Feuertanz und dann sollte das nicht allzu lang dauern. Oder falsche Blitzangabe, glaube ich. Irgendwie hat es heute mit den Blitzangaben. Immer einfaches Feuer, damit wir noch genug. Wenn wir noch genug Mana über haben, aber es geht sich eh so aus. Ich muss dann aufpassen, dass ich bei Seles nicht das Level-Up verpasse und zwischendurch heilen natürlich. Am besten mit Seven. Ah, übrigens, der Turm, den wir am anderen Kontinent gesehen haben, oder Kontinent, anderen Teil der Welt schon gesehen haben, den großen, gibt es hier eine kleine Version davon. Beide können wir noch nicht betreten, also da kommen wir gar nicht hin und beim anderen kommen wir quasi beim Eingang nicht rein. Schauen wir mal, was das für Gegner sind. Kennen wir zwar schon, aber das sind übrigens, der Turm hier ist der Turm der Anhänger von Kefka und der andere Turm ist direkt Kefkas Turm. Deswegen, ich weiß nicht, warum die so wenig Schaden nehmen und trotzdem sterben, aber ja. Ist egal. Also beide Türme können wir getrost noch ignorieren. Was wir nicht ignorieren sollten, ist, wenn wir Level Up haben, aber das dauert noch. Ich muss mal kurz schauen, was brauche ich denn? Einhorn. Bin ich schon fertig eigentlich. Also ich wollte nur Quell 2 für 7 lernen. Und jetzt ist es quasi nicht mehr so wichtig, was Seven wirklich für eine Esper hat. Ich nehme halt das, was mir am sinnvollsten vorkommt. Und das sind momentan solche Heilsachen. Ja, da laufen aber ganz schön viele dieser Drachen rum. Nicht, dass es mich stören würde, ich brauche immer eine Aura-Kanone. Ich hoffe übrigens, ihr hattet gute Ostern gehabt. Falls... Nachteil jedenfalls, gute an alle. Was sollte ich eigentlich schauen? Ja. Wir noch nicht bei Level Up. Und hier wollen wir hergehen. Und zwar ist das Nikea. Das erste, was ich machen will, ist gleich mal Relikte, den Heldenring gegen Sprintschuhe austauschen, weil langsam ist es mir zu nervig, hier nicht schneller rumlaufen zu können. Das ist auch gut so. Hier gibt es übrigens einen Markt-Test, den werden wir gleich mal, Doma, vielleicht kommen wir dort auch nochmal hin.
Bei dem Markt ist ganz gut einkaufen, das werden wir auch gleich machen. Allerdings sprechen wir zuerst die Leute an. Oh, was ist da mit den Leuten passiert? Sind die jetzt alle in der Wüste gefangen, oder? Ist quasi unterhalb der Wüste gefangen? Oh, Diebe aus der Burg Figaro. Was? Das sollten wir uns vielleicht später mal anschauen. Das, was wir jetzt gleich machen wollen, ist einkaufen. Und zwar zuerst Waffen. So. Gibt es hier das Verstärkerschwert? Das brauchen wir gleich zwei davon. Und zwar erhöht das die Magiekraft. Das ist für Terra und für Celis natürlich idealst. Können wir gleich ausrüsten. Schauen wir mal. Blizzard, Verstärker. Plus 7. Na. Plus 5 Magiekraft zusätzlich zu dem Blizzard-Schwert noch. Ganz schön in Ordnung so. Dann gehen wir noch aus, also Rüstung kaufen. Kaum aus dem Weg. Mit dem Typen hier. Und zwar, wie viel? 2 Diamantschilder. Und ein Diamanthemd, glaube ich, ne? Ja. Den wir auch gleich ausrüsten. Ich glaube, er bekommt die das Diamanthemd. Ganz gut. Und der Rest bleibt so. Und hier haben wir Diamantschild. Okay. So, mehr brauchen wir momentan nicht umstellen. Hey, was läufst du so schnell noch herum? Ja, das wissen wir schon, also. Oh, ein Schiff nach Figaro Süd, cool. Vielleicht können wir da auch mitfahren. Aber zuerst gehen wir mal ins Café und schauen, wie das ist mit diesen komischen Leuten im Café, diesen Dieben oder diesen Halunken hier. Oh, euer Anführer, wer ist das leicht? Oh, Gerard. Oh, komisch. Sandwürmer? Achso, ja, im Figaro-Gefängnis unterm. Oh. Oh, das ist natürlich sehr, sehr praktisch gewesen für euch, oder? Eine Unterhaltung, ja, natürlich, diese Unterhaltungen. Ja, ich verstehe auch, aber es sind trotzdem immer noch Diebe, ne? Und wenn wir den ansprechen, dann geht es auch weiter mit der Story. falls ihr den Dialekt nicht lesen kann, es gibt eine geheime Höhle, die Richtung Schloss führt. So, gehen wir mal. Na dann. Sobald die gegangen sind, treffen wir am... Ja, die gehen alle zum Schiff. Wir können allerdings noch am Markt herumlungern und dort steht... Hey, ist das Edgar? Ist das... Wieso hat er andere Sachen an? Und warum... Hey, Edgar, da bleiben. Was soll das? Wie jetzt? Aber... Kommst du nicht mit uns, oder... Hast du vielleicht sogar auf magische Weise, nicht durch einen Sturz oder irgendwas, was mit dem Ende der Welt zu tun haben könnte. Nein, durch magische Weise. Natürlich. Wie auch sonst. Oh, vielleicht ist es sein Drillingsbruder, weil... natürlich ist das Edgar. Ist doch klar, dass das Edgar ist, oder? Ja, auf der ganzen Welt. Ja, natürlich. Gleich hinterher und schauen, was Edgar da vorhat. Ich verstehe noch nicht ganz genau, warum eine Diebesbande er anführt, die in sein Schloss einbrechen will, aber vielleicht finden wir das immer noch irgendwann noch raus. Am besten machen wir das natürlich, indem wir uns aufs Boot schleichen und blinde Passagier spielen. Und das Boot legt dann ab und wir fahren Richtung Südfigaro, ne? Glaube ich. Auf jeden Fall dauert die Fahrt nicht allzu lange. Meine Finger knacksen heute. Ja, genau. Ich hätte es vielleicht vorher knacksen sollen. In Südfigaro, da geht es dann so richtig los mit dem eigentlichen Handlungsstrang hier in der zerstörten Welt. Übrigens, apropos zerstörte Welt. Im Internet sind die beiden Arten der Weltkarte oder die beiden... Zeitspannen bekannt unter World of Balance und World of Ruin, also die Welt der Balance und die Welt der Zerstörung, jeweils vor und nach der Katastrophe. Und ich werde das jetzt in der Zukunft dann auch verwenden, um etwas besser da, nicht dauernd CD1 sagen zu wollen.
Wie ihr erinnern könnt, ganz am Anfang haben wir in Südvigo einige Schätze zurückgelassen. Unter anderem hier auch etwas, da ist jetzt ein Zelt drinnen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was vorher drinnen war. Da haben wir ein Heilmittel. Die sind jetzt alle quasi auf ihrem Maximum-Status, also besser werden sie nicht. Und ein Elixier hier. Elixiere sind immer gut. Dann haben wir hier ein Seelenheil und da drüben gibt es noch ein Zelt, sehr gut. Und dann können natürlich auch mit den Leuten hier reden, ja, wenn sie nicht im Weg stehen würden. Ja, die braven Leute aus Südfigaro bauen ihr Leben schon wieder auf. Oh, ihr seid Diebe? Was? Ihr seid alle Diebe? Oh. Ihr gehört alle zu der gleichen Bahn. Er steht vor dem Rad und ist mir schwindelig. ja, das ist übrigens so ein Magitech-Armor. Hier gibt es noch einen X-Trank. Und dann gibt es oben, ganz hinten noch eine... Ich glaube, eine Phönixfeder kann das sein. Ich weiß aber nicht mehr genau. Hier glaube ich. Ja, eine Phönixfeder, ja, sehr gut. Das war es auch schon mit den Schätzen, die wir zumindest hier in der Stadt quasi jetzt einsammeln können, nachdem sie upgradet wurden, jetzt in der World of Ruin. Also das Ereignis, das das quasi definiert, wann sie besser werden, ist eben der Angriff von Kefka oder die Umgestaltung der Welt durch Kefka. So, wir kaufen uns Waffen auch noch, und zwar eine Goldlanze. Ihr dürft mal gleich mal raten für wen. Und dann kaufen wir auch noch Rüstungen, und zwar gibt es hier Diamantrüstungen. Dafür wollen wir auch zwei haben. Zwei? Wirklich zwei? Ich dachte, naja. Ah, es ist ganz schön teuer irgendwie. Ich dachte, ich habe mehr Geld. Na egal. Wir wollen gleich mal die Diamantrüstung hier ausrüsten. Wir haben dann deutlich weniger Magiekraft, aber es ist quasi so viel Magiekraft wie vorher. Jetzt habe ich schon wieder das falsche Schwert in der Hand. Egal. Auf jeden Fall, wir kommen dann wieder auf die 57. Dann deutlich, deutlich höhere Verteidigung. So. Wir den Verstärker in die Hand nehmen. Passt. Also wenn wir das 57 Magiekraft, das quasi das gleiche wie vorher. Nur unsere Verteidigung ist um fast ein Drittel, nicht ganz ein Drittel besser. So, was sollen wir jetzt noch machen? Ah ja, ich weiß schon wieder. Genau. Die alte Dame hat auch etwas zu sagen und sie sagt uns, dass Duncan irgendwie noch am Leben sein sollte. Sollen wir gleich mal prüfen und schauen in sein Haus rein. Und hier bekommen wir die Info, dass Duncan noch lebt und irgendwo nördlich von Narsch in seiner Hütte meditiert. Das könnte vielleicht später noch interessant werden. Und dann kommen wir zu etwas, woraus ich nicht wirklich schlau geworden bin. Ich habe nachgesehen, aber der Dialog zwischen den beiden macht für mich überhaupt keinen Sinn. Klingt irgendwie sehr rebellisch, aber ja, wie gesagt, ist keine Ahnung, was die genau gesagt, also was es genau für einen Hintergrund hat. So, bevor wir weitergehen, also wir können zwar schon weitergehen, aber es macht keinen Sinn, weil wir würden dann quasi im Berg anstehen. Mahlzeit, Entschuldigung. So, was wir eigentlich machen wollen ist, das erste, was wir machen wollen, ist hier mit den Leuten reden, im Café. Oh, okay. Ja, das dachte ich mir fast, dass das nicht so stabil ist, wenn man das Schloss auf Sand baut und dann kommt ein Erdbeben. Ja, also Geschäft macht ihr auf jeden Fall, ne? Ah, das war doch sicher Schera, oder? Gut, das ist auch nicht so wirklich spannend. Hier gibt es noch etwas. Oh, süßes Kleid. Ist das vielleicht der Helm gewesen? Ja, vielleicht dazu später noch mehr. Und wenn wir... Ja, komm, wenn der aus dem Weg gehen könnte. Danke. Wenn wir raufgehen, finden wir hier wieder Schera. Ich weiß nicht genau, was sein Monolog hier genau zu bedeuten hat, aber auf jeden Fall wundert es sich, dass wir ihn immer noch verfolgen. Okay, und statt ihm gleich nachzulaufen, wollen wir hier mal kurz übernachten. Und dann wollen wir uns ausrüsten und wieder auf die Fersen von Gerard oder Edgar heften. Das mache ich dann kurz meine Ausrüstung durch den Offscreen anpassen. Beziehungsweise ich passe meine Ausrüstung an, Offscreen, und gehe mal zum Ausgang von Figaro, und dort sehen wir uns dann gleich wieder.
So, Ausrüstung ist wie folgt. Nicht viel großartig geändert, also Verstärker, Diamantschild, Rätselflur, Diamantausrüstung und Schleife und Ohrringe. Und bei Seven haben wir nicht allzu viel ausgebessert, außer das Diamanthemd angezogen und Ohrringe und einen Friedensring, weil auch in der nächsten Zone können uns die Gegner ziemlich gut verwirren. Und ob wir Gerard oder Edgar folgen können, wie wir genau durch den Berg durchkommen und ob wir zum Schloss kommen, das alles sehen wir nächstes Mal bei Let's Play Final Fantasy VI. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß!